Also wir merken in der Diskussion, dass eigentlich das eintritt, Herr Dittmann, was Sie am Anfang gesagt haben, ist es ganz schön schwierig zu sagen, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über die Roboter reden. Also das hängt sozusagen wiederum jeweils von den Perspektiven ab. Vielleicht machen wir eine kleine Runde mit der Frage, was meinen Sie, was in den nächsten Jahrzehnt die Anwendung sein wird oder die Anwendungen sein werden, in denen Robotertechnik, soweit wir sie heute kennen und entsprechend definiert haben, eine besondere Bedeutung sowohl in der Forschung vielleicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite für Alltagsanwendungen hat, was sozusagen auch für Menschen relevant wird, die sich nicht berufsmäßig mit diesen Dingen beschäftigen. Also jetzt nicht unbedingt die Frage von Produktionsrobotern in der Automobilindustrie oder so etwas, sondern was tatsächlich alltagsrelevant ist. Können wir so eine Runde mal machen? Vielleicht kommen wir dann stärker, genauer auf Anwendungsgebiete. Wer möchte beginnen? Ja. Kann ich gern machen. Derzeit sind tatsächlich die Hauptanwendungen in der Industrierobotik und da haben die Roboter eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt, seit der 80er Jahre. Man hat ja am Anfang gefürchtet, dass die Roboter Arbeitsplätze vernichten werden. Jetzt ist die Situation heutzutage so, dass die Branchen, die frühzeitig mit Roboter automatisiert haben, zum Beispiel der Automobilindustrie, noch diejenigen sind, die in Deutschland produzieren, weil sie einfach die Produktivität dermaßen gesteigert haben, dass sie jetzt mit Billiglohnländern mithalten können. Während Branchen, die das verpasst haben, zum großen Teil im Ausland produzieren. Allerdings ist dieser Anwendungsbereich zum größten Teil gesättigt. Man sieht wenig Fortschritt. Einen großen Fortschritt hat man in den letzten Jahren im Bereich der sogenannten Service-Robotik gesehen und eine Applikation haben Sie ja bereits angesprochen, Rasenmäher, dann gibt es die Staubsaugerroboter. Man kann darüber streiten, ob man die als Roboter bezeichnet oder nicht, ob das jetzt ein Automat ist, aber die können ganz schön viel, also die sind in der Lage, zumindest die neuesten Modelle, sich eine mehr oder weniger selbstständig eine Karte der Umgebung zu machen, ihren Weg zu finden und sich den zu merken. Das war ein Problem, das man in den letzten 10 Jahren erst gelöst hat. Wie fahre ich durch eine Umgebung mit all den Unsicherheiten, die sich auch aufsummieren, der Entfernungsbestimmung? Wie schaffe ich zu wissen, wo ich bin, mich nicht zu verlieren und gleichzeitig eine Karte aufzustellen? Und wenn ich irgendwo einen Kreis schließe, so erkennen, ich habe diesen Kreis geschlossen. Und mit diesen neuen Techniken plötzlich können die Roboter autonom durch die Gegend fahren und man sieht in den letzten Jahren, SLAM, Simultaneous Localization Mapping, nennt sich diese Technologie, die jetzt einen Durchbruch hatte. Und seitdem sieht man plötzlich Roboter, die autonom fahren. Man kann sagen, dieser Staubsaugerroboter vielleicht ist noch kein Roboter, aber denken sich nochmal einen Namen drauf. Und dass der Roboter jetzt anfängt, auch die Legosteine im Kinderzimmer aufzuräumen, spätestens dann werden wir uns einig, dass das jetzt schon langsam ein Haushaltsroboter ist. Also diese mobilen Systeme, die putzen, waschen, irgendwie autonom in Krankenhäusern rumfahren und Essen verteilen, das wird sicherlich ein großer Bereich. Natürlich, unser Hauptanwendungsbereich ist die Raumfahrt und da ist es unumstritten, dass die Roboter großen Nutzen bringen, weil es einfach ein für Menschen unwirkliches Environment ist. Es ist sehr teuer, sehr gefährlich, Menschen ins Weltall zu bringen. Eine Marsreise ist immer noch sehr umstritten, weil sie große, große gesundheitliche Risiken bergen würde. Deswegen, wenn man jetzt unser Sonnensystem erforschen möchte, Monde von Jupiter oder Saturn, dann kann man das nur mit Robotern machen. Aber unwirkliche Umgebungen gibt es auf der Erde auch. Und Fukushima hat diese Diskussion über Roboter neu entfacht, Erdbebengebiete, Überschwemmungen, wo Menschen in Rettungseinsätzen ihr Leben riskieren. Da denkt man auch immer darüber nach, Roboter zumindest als teilautonome, als Helfer, als ferngesteuerte Geräte einzusetzen. Minen entschärfen ist auch ein Thema, wo man sehr, sehr ungern Leute dahin schickt. Und ein Thema möchte ich nochmal, also zwei eigentlich. In der Produktion sind wir gerade in einem Umbruch. Bis jetzt gab es Roboter oder Menschen, Produktionsstraßen für Roboter oder für Menschen, weil Roboter für Menschen viel zu gefährlich waren. Und wir waren auch von unserem Institut sehr stark daran beteiligt, Roboter zu bauen, die mit Menschen interagieren. Dafür haben wir den Begriff Soft Robotics genannt, Roboter, die nachgiebig, weich sind, sich an den Menschen anpassen, ungefährlich sind. Und das, mittlerweile gibt es, diese Technologie haben wir auch lizenziert. Und jetzt spricht man in diesem Zusammenhang von Industrie 4.0, haben Sie vielleicht auch aus den Medien jetzt mal wieder gehört, von Mensch-Roboter-Kooperation, also Roboter oder Mensch, der als Hirte für eine Schar Roboter agiert, die für ihn irgendwas ausführen.
Menschen und Roboter, die wirklich zusammenarbeiten und die Planungs- und Kognitionsfähigkeiten des Menschen mit der Wiederholbarkeit des Roboters verbinden. Das heißt wieder Produktivitätssteigerung, nicht der Mensch aus der Loop, nicht Mensch gegen Roboter, sondern zusammen. Und das letzte Feld, Medizintechnik, finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Es gibt in den USA mit einer einzigen Applikation Prostata Krebsresektion, ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff ist, aber eben Operationen für Prostatakrebs. Mittlerweile werden 80% dieser Operationen von Robotern durchgeführt. Einfach, weil es weniger Komplikationen gibt, weniger Rezidive und so weiter. Und da ist auch noch ein riesiges Potenzial, wobei man das sich auch nicht so vorstellen darf, dass der Roboter jetzt plötzlich autonom einen Menschen operiert, sondern es ist so, dass der Chirurg mit Hilfe eines Eingabegeräts einen Roboter als intelligentes, sehr, sehr potentes Werkzeug nutzt, um zum Beispiel Bewegungen zu skalieren, Zittern zu beseitigen, einfach die Präzision zu erhöhen. Aber der Mensch ist nach wie vor in voller Kontrolle. Ja. Dieses Stichwort von Industrie 4.0, ich denke, das wird ganz bedeutend sein. Das würde ich gerne aufgreifen. Sie haben ja konkret gefragt, was ist in den nächsten 10 Jahren los? Also in den nächsten 10 Jahren werden wir nicht erleben, dass humanoide Roboter bei uns in den Küchen sind oder als Assistenten an den Universitäten oder sonst wo. Aber dieses Stichwort geht in eine richtige Richtung. Als man Anfang der 50er Jahre die damals großen Computerpioniere gefragt hat, was wird die Zukunft des Computers sein? Da war die Antwort von Leuten wie John von Neumann, da wird es einige Großzentren geben, also unsere Großrechner, und die werden dann ihre Rechnungen für irgendwelche speziellen Aufgaben durchführen. Wir haben etwas ganz anderes bekommen, was keiner vorausgesehen hat. Wir haben das Internet bekommen. Wir haben heute unzählbar viele Apps. Das ist die Wirklichkeit. Und das zeigt einen Trend. Also dort am Computer die Vorstellung, in ein Gerät möglichst viel Power reinzubringen. Übertragen auf die Robotik würde das bedeuten, tatsächlich der humanoide Roboter so menschenähnlich wie möglich alle möglichen kognitiven, motorischen und sonstigen Fähigkeiten dort konzentrieren. Stattdessen die Bewegung im Computing, Verteilung der Funktionen in die unterschiedlichen Geräte hinein. Man redet ja heute vom Internet der Dinge. Und Internet der Dinge heißt eigentlich, Dinge im Gebrauch sind mit intelligenten Funktionen versehen. Und dieses Stichwort Industrie 4.0 geht ja genau in diese Richtung rein. Also diese Vorstellung, erste Phase, da war die Dampfmaschine, das wäre Industrie 1.0, Industrie 2.0, das wäre Henry Ford, also das Fließband. Dann Industrie 3.0, das war die Phase, als die Industrieroboter in klassischer Art jetzt bei VW oder sonst wo ans Fließband kamen und dort gearbeitet haben. Und jetzt die Vorstellung, autonome Servicegeräte, die mit intelligenten Agentenfunktionen verbunden sind, die interagieren untereinander. Also was weiß ich, der Kolben spricht mit der Werkbank und verständigt sich darüber, wann jetzt ein intelligentes Assistentgerät kommt, um den Kolben irgendwo anders hinzutransportieren, nämlich zur Werkbank und sowas. Ja? Also diese Art von Autonomie, und wenn man das jetzt auf den Alltag überträgt, dann hätte man auch die Killer-Applikation, die ja nach wie vor in der Robotik fehlt. Nicht? Diese teuren Geräte, die würden ja irgendwann mal wieder Superrechner, würden die irgendwo dann in Labors stehen oder in Instituten, die sich das leisten können, aber würden für unseren Alltag keine Rolle spielen. Aber jeder kann sich so ein kleines App heute leisten, und so könnte ich mir vorstellen, dass in 10 Jahren, also über diese industrielle Entwicklung, auch diese intelligenten Service-Systeme in den Alltag kommen, in den Haushalt eindringen und wo auch immer. Aber auf jeden Fall nicht in dieser humanoiden Form, wie wir das also klassisch uns immer vorstellen. Also die beiden ersten Statements haben für was von Dezentralisierung gesagt und durchaus die Geräte unter Kontrolle des Menschen. Ihre Formulierung war, der Mensch als Hirte der Roboter, daran müsste der Theologe doch anschließen können. Ja, ich habe auch noch Erklärungsbedarf bei dem Begriff des Autonomen, der hier, und des Halbautonomen, der hier verwendet wird. Autonom heißt immer im Rahmen
der Gesetze und Funktionalitäten, die der Mensch der Kooperation von Robotern untereinander zulässt, oder? Und das wäre dann autonom und das wäre dann halbautonom? Also Halbautonomie ist ein gradueller Begriff. Man kann nicht sagen, der Mensch ist autonom. Wir sind auch nicht in dem Sinne autonom, sondern wir hängen natürlich auch graduell von, was weiß ich, genetischen, kognitiven Vorgaben und Bestimmungen ab. Zum Beispiel Moderatoren, die als Dompteure einspringen und so weiter. Das ist klar. Insofern ist das ein gradueller Begriff. Aber er heißt, dass ein Spielraum besteht, um Entscheidungen treffen zu können, wie groß diese Varietät auch immer sein mag. Also die Leitfrage war Zukunftsperspektive. Zukunftsperspektive der Robotik. Nächste 10 Jahre, wie stellen Sie sich das vor? Also ich kann nur da hören, in den Bereichen, für die dort geforscht wird. Also Sie haben jetzt sehr deutlich gemacht, dass es im Grunde die Industrierobotik, eine Fortsetzung, eine Weiterentwicklung ist, die dann wiederum in den Alltagsraum zurückschwappen wird. Gleichwohl wird sehr stark, man weiß das von Japan, daran geforscht, Roboter möglichst menschenähnlich für Alltagskontexte zu entwerfen. Und da stellt sich bei mir immer die Frage, warum müssen diese Roboter eigentlich diese Gesichtssimulation haben, als seien sie Menschen, als könnten sie nicht nur Informationen kommunizieren, sondern auch Emotionen kommunizieren. Im Grunde sehen sie ja aus wie Puppen. Also insofern geht das. Man kommuniziert im Grunde wie Kinder mit Puppen oder also man weiß, dass das keine Menschen sind und zugleich freut man sich darüber, dass sie so ausschauen, als wären sie Menschen. Also man macht beides zugleich und das geht ja auch wunderbar. Beim Tamagotchi war das wahrscheinlich in der Urform so der Fall, dass das Kindchenschema, auf das wir dann alle doch irgendwie, wenn wir wollen, anspringen, teilweise funktioniert. Für mich ist nicht ganz klar, ob eigentlich zum Funktionieren eines Service-Roboters im Alltag es notwendig ist, dass diese Menschenähnlichkeit vorhanden ist. Das wäre für mich eine sehr wichtige Frage. Ja. Vielleicht kann ich dazu, weil wir in Bielefeld genau an dieser Frage auch forschen und man muss da zwei große Ausgestaltungsrichtungen von Robotern unterscheiden. Die eine Ausgestaltungsrichtung, sehr stark beispielsweise durch japanische Kollegen wie den Hiroshi Ishiguro bekannt geworden, ist, dass man eine absolut naturalistische Form des Roboteraussehens anstrebt, sodass man ihn möglichst schlecht von Menschen unterscheiden kann. Diese Arbeiten zielen darauf, im Grunde herauszufinden, worauf es denn ankommt, wenn man überhaupt Unterschiede erkennen möchte. So eine Art erweiterter oder so eine Art Turing-Test im Hinblick auf die Verkörperung von Robotern. Die andere Variante, und diese Roboter sind sehr teuer, sehr aufwendig und da gibt es auch gewissen Diskussionsbedarf. Die andere Sorte von Robotern, das sind diese Karikaturen. Sie haben diesen Flobi-Kopf gesehen, die so mit stilisierten Gesichtsausdruck arbeiten und die dadurch in der Lage sind, unmittelbar eine emotionale Rückmeldung zu geben. Zunächst erscheint das wie ein ziemlicher Luxus oder relativ überflüssig, aber wir verarbeiten einfach diese Emotionen sehr stark. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass einfach der emotionale Kontext auch unterschiedliche Gehirnaktivierungen erzeugt, sodass auch die Aufnahme von Informationen, die Reaktion sehr stark davon geprägt wird. Und es wird in einfachen Situationen unmittelbar klar, wenn ich einem Roboter etwas sage und er macht ein fragendes Gesicht, ist das eine sehr unmittelbare Kommunikation. Wenn ein Roboter mich beispielsweise beim Üben im Sport motivieren möchte, ist ein entsprechender Gesichtsausdruck dabei durchaus hilfreich. Und für solche Anwendungsfelder macht diese Forschung Sinn über reine Forschungszwecke hinaus, die sich natürlich auch darauf richten können, wie stark jetzt etwa der Gesichtsausdruck daran beteiligt ist, dass das, was ich sage, überzeugend oder nicht überzeugend rüberkommt. Und solche Roboter ermöglichen einem, mit solchen Fragen zu arbeiten, auch in Anwendung reinzugehen. Und sie werden dann dazu führen, das war meine Prognose für die 10 Jahre, dass wir 10 Jahre ist dann kurzer Zeitraum, aber dass wir am Ende dieser 10 Jahre die ersten geselligen Roboter erleben werden. Roboter, die tatsächlich entlang dieser Dimension, die nun in der Physik gar keinen Platz hat und im klassischen Engineering, aber die in dieser Qualitätsdimension der Geselligkeit eine Leistung erbringen und dadurch für uns in verschiedenen Bereichen interessant und wichtig sein können,
Die ersten Anfänge sieht man etwa schon bei diesen japanischen Robbenrobotern, Paro, die bereits in Kliniken daraufhin untersucht werden, inwieweit sie dementen Personen beispielsweise die Möglichkeit geben, sich weniger einsam zu fühlen. Das ist natürlich sofort mit einer Ethikdiskussion verbunden und mit so Fragen, ja, worauf kommt es denn jetzt an, damit so ein Mensch sich wohlfühlen kann? Darf das durch einen Roboter, durch die Präsenz eines gewissermaßen künstlichen Haustiers, das ist keinen höheren Anspruch haben, diese Roboter überhaupt angegangen werden? Also diese Schrumpfform von Gesichtsausdruck, das wissen Designer schon länger, wenn sie an Automobildesign denken, da spricht man vom Gesicht des Autos und die Leute machen sich wirklich Gedanken darüber, ob sein Auto uns freundlich anguckt oder unfreundlich. Man kann sich das dann womöglich bald wählen, dass man, wenn man von hinten schnell kommt, das unfreundliche Gesicht die linke Spur frei macht. Darüber wird wirklich nachgedacht, das ist kein Witz. Herr Falkenroth, wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Die Ergebnisse sieht man ja auch im Schatten. Ja, ich glaube, also vor allen Dingen mit Blick auf die demografische Entwicklung in Deutschland, dass wir es zu tun bekommen werden mit Assistenzsystemen im Pflegebereich und auch zu tun bekommen müssen. Und ich glaube wirklich, dass das Wesentliche daran ist, dass es sich um Assistenzen handelt. Also wenn jeder kennt das vielleicht aus seinem persönlichen Bereich, wenn alte Menschen in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt werden, wenn sie aber gleichzeitig noch autonom zum Beispiel leben wollen, dann brauchen sie Hilfsmittel und ich erwarte eigentlich, dass es in diesem Bereich viele Hilfsmittel geben wird, die dieses autonome Leben im Alter erleichtern. Wozu sicherlich auch Ambient Assisted Living, also Häuser, intelligente Häuser gehören werden, intelligente Bodenbeläge etc. pp. Da kann man sich dann darüber streiten, inwieweit das Robotik ist. Und ich glaube, wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir nicht einen Menschen ersetzen durch einen Roboter, sondern dass, deswegen habe ich auch immer ein Problem tatsächlich auch mit dem Begriff der Autonomie. Ich glaube eigentlich nicht daran, dass es autonom entscheidende Roboter geben wird, die dann, man kann das gerade sehr schön sehen, ich weiß nicht, ob jemand auf Arte die Sendung Real Humans verfolgt, das ist eine Serie, oder auch zuletzt im Kino Robot und Frank, dass da alte Leute mit Robotern konfrontiert werden, die ihnen sagen, was sie zu essen haben und wann sie das Haus zu verlassen haben und sich dagegen natürlich auflehnen. Also diese Konflikte sind im Fiktionalen alle schon dargestellt und abgehandelt. Ich glaube da nicht dran, dass wir da hinkommen, zumindest nicht in den nächsten 10 Jahren. Und sagen, bring Batterien mit, wenn du nach Hause kommst. Obwohl, das ganz geht. Vielleicht noch Sie in der Runde. Ich denke, 10 Jahre ist da auch ein, sagen wir mal, sehr geringer Zeithorizont, sich jetzt mal mutigerweise vielleicht 50 Jahre vorstellt, denn der Film 2001 ist ja schon bald 50 Jahre, also 45 Jahre liegt er zurück und damals war man sozusagen euphorischer und mutiger. Also ich denke, dass, um auch einen Bereich noch anzuschneiden, der bisher gar keine Rolle gespielt hat, der aber meiner Ansicht nach unbedingt damit reingehört, weil er natürlich Technologien forciert, dass der ganze militärische Bereich, ja, also da machen wir uns doch nichts vor, autonom bewegte oder wie auch immer programmierte Flugkörper, Torpedos, Marschflugkörper, Hubschrauber, Drohnen aller Sorten. Das wird ein großes Entwicklungsfeld sein. Das ist so, auch wenn wir das natürlich aus moralischen Gründen bedauern. Und über diese Technologien werden weitere im Dunstkreis des Militärischen forciert werden. Denken Sie an Überwachung. Denken Sie an Nanotechnologien, dass es autonome Kleinstroboter geben können wird, wir reden jetzt von 50 Jahren, ne? Die zum Beispiel in den menschlichen Körper eindringen können, ohne dass derjenige was davon mitbekommt. Und die Interessenlagen, die dahinter sind, die sind ja sehr, sehr real. Ja, da muss man kein Pessimist sein, sondern da muss man sich nur die Menschheitsgeschichte anschauen. Also das ist ein Bereich, der sicherlich auch eine große Rolle spielen wird. Und natürlich redet man lieber über Assistenzroboter für alte, demente Leute, aber sozusagen das, wo dann auch Technologien mit forciert werden, wo viel Geld mitgemacht wird, wo letzten Endes dann auch gesellschaftliche, globale Konflikte mit entschieden werden, oder man zumindest die Hoffnung hat, das wird natürlich auch eine Rolle spielen. Ich möchte noch eine Sache zum Humanoiden sagen, weil das natürlich dieser typische Topos eigentlich aus dem Film, der sich da wiederum der Literatur bedient, ist. Interessant ist ja, und das hat man auch gerade hier in den Bildern gesehen, wo man so angedeutete Gesichtszüge sieht, dass, wenn da eingeblendet wird, Anger oder Smile oder so, das Interessante daran ist ja die Reduktion.
Und die Reduktion ist nun wirklich, also die gestalterische Reduktion ist ja ein Urmoment der Moderne, also des 20. Jahrhunderts, wenn man so will. Und wir haben ja auch im Bilderlesen, im Alltag, sehr stark gelernt, aus reduzierten Formen auf komplexe Inhalte zu schließen, auch komplexe emotionale Inhalte zu schließen. Und ein Erfolg eines Animationsfilms wie Wallace & Gromit beruht ja gerade auf der Reduktion, dass man also tatsächlich unmittelbar menschlich berührende Erlebnisse haben kann mit auf ganz kleine Archiformen reduzierte Bewegungen. Und ich glaube, dass dort noch ein großer Lernprozess stattfinden wird, denn ich ehrlich gesagt, dieser japanische Ansatz, dass Roboter menschenähnlich aussehen müssen, erscheint mir primitiv. Als wäre in der Malerei das realistischste Bild das Beste. Ja, dann können wir die Mona Lisa sozusagen als Endpunkt der Malerei betrachten und Picasso ist ein Scharlatan, der nicht weiß, wie man eine Frau malt. Das ist ja lächerlich. Und ich glaube, dass wir in diesen, sozusagen in der Stilisierung, in der Reduzierung auf Wesentliches, ganz darüber müssen wir noch viel mehr nachdenken bei Robotern, weil das funktioniert ja erstaunlich gut. Und immer wird das Spannungsfeld da sein zwischen dem Menschenähnlichen, das ich aber vielleicht gerade aus einem kleinen Rechteck erkenne, und dem Menschenunähnlichen, das mich befremdet. Und dann reden wir doch von Uremotionen. Wir haben jetzt über freundliche Worte eines Assistenzroboters zu einer alten Frau gesprochen, aber spinnen wir das doch mal weiter. Dann geht es letzten Endes um die Frage, wir reden von 50 Jahren, kann ein Roboter so stark lieben wie ein Mensch? Oder mir zumindest das Gefühl vermitteln oder mich in die Irritation versetzen, ich könnte beispielsweise einen Roboter erweichen. Ich könnte emotionale Reaktionen bei einer Maschine hervorrufen. Das ist ja ein spannender Moment. Ja? Bin ich der Auserwählte, der diesen Roboter zum Leben erweckt? Und auch ein Topos aus dem Film natürlich. Und das ist ja schon bei Leuten schwer genug. Ja. Wir müssen das Feld ein bisschen wechseln. Das ist ja hohe Ziele.